Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und das meine ich tatsächlich wortwörtlich, denn wir haben es jetzt fast 6.30 Uhr morgens. Heute ist Samstag, wir haben hier E-Cannonball-Wochenende und was macht ihr, wenn ihr mit einem Elektroauto morgens aufwacht und denkt, oh verdammt, ich muss heute 1000 Kilometer fahren? Ja, ihr fahrt einfach los und das machen wir natürlich. Wir haben natürlich vollgeladen, weil wir es natürlich vorher wussten, dass wir heute los müssen. Wir fahren nämlich heute nach Österreich, genauer gesagt nach Gmunden. Das ist am Traunsee, das sind von Bremen so rund 950 Kilometer etwa. Und da müssen wir heute um 18 Uhr spätestens dort sein, weil wir auch ins Hotel einchecken müssen. Das heißt, wir haben Termin. Also wir fahren natürlich los und mein Navi schlägt mir jetzt vor, skurrilerweise, obwohl ich 100% habe, ich soll in Hohenwarsleben laden, das sind aber nur 240 Kilometer von hier. Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, denn wir haben ja hier 500 Kilometer Reichweite mit dem Model S. Das heißt, das werde ich natürlich erstmal ignorieren. Wahrscheinlich ist das Navi auch noch nicht richtig wach. Genau wie wir eigentlich. Ja. Und naja, wir fahren jetzt erstmal los und wir freuen uns auf jeden Fall tierisch auf dieses Wochenende E-Cannonball 2023. Ihr seid hoffentlich dabei. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann ist der Livestream und das ganze Event ja schon vorbei. Aber wir nehmen euch natürlich mit hier auf den Roadtrip nach Gmunden bzw. Bad Griesbach und zurück nach Bremen. Das sind dann hin und zurück rund 2000 Kilometer an einem Wochenende. Völlig verrückt, aber macht natürlich unheimlich Spaß. Und ihr seid dabei. Das wird ein mega spannendes Video. Also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, wir sind jetzt unterwegs und jetzt fahren wir genau in die Sonne rein. Es ist blendet so dermaßen, es ist wirklich unfassbar. Man sieht kaum was. Noch dazu ist die Scheibe voller Fliegen. Also es sind heute sehr viele Insekten unterwegs. Vielleicht, weil wir auch so früh gestartet sind. Da sind die alle noch am Fliegen. Ja, es ist ganz wenig Verkehr. Wir kommen super gut durch. Wie gesagt, erster Ladestopp wird dann in Dempitz sein. Wobei wir könnten auch noch einen weiterfahren nach Hermsdorf. Das sind von Nempitz auch nochmal, ich glaube, so 50 Kilometer weiter. Das würde wahrscheinlich auch gehen, überlege ich mir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn ich mit zu viel Prozenten da ankomme, aktuell sind es 18 in Nempitz, dann fahre ich noch weiter nach Hermsdorf. Ist, glaube ich, sowieso besser, weil in Nempitz nur V2 Supercharger sind. Da ist dann die Ladeleistung nicht so hoch. Ich könnte noch an Ionity laden. Aber an V3 kriege ich dann hier 250 kW mit dem Model S Long Range. Und dann geht das natürlich alles viel schneller. Ja, wir fahren also Richtung Gmunden. Das ist in Österreich am Traunsee. Und da sind wir dann morgen, wenn der E-Cannonball stattfindet, als Außenreporter unterwegs. Das könnt ihr dann im Livestream sehen, beziehungsweise ihr konntet das im Livestream sehen, weil dieses Video kommt ja erst danach raus. Da freuen wir uns schon drauf. Das wird mega. Aber jetzt müssen wir erstmal noch bis dahin fahren. Wir fahren die Strecke wahrscheinlich so in 10 bis 11 Stunden, die 1000 Kilometer rund. Eigentlich ganz normale Zeit, finde ich. So, wir sind gleich in Nempitz, aber da fahren wir nicht raus, sondern wir fahren doch weiter bis nach Hermsdorf. Da kommen wir jetzt mit 14% an in Hermsdorf. Also Nempitz wäre einfach noch zu viel Saft im Akku gewesen. Wir sind jetzt gefahren, kurz mal gucken, 248 Kilometer, haben 19,9 Kilowattstunden im Durchschnitt und noch 47% im Akku, also fast 50% nach fast 250 Kilometer. Die 500 Kilometer Reichweite vom Model S Long Range hier real auf der Autobahn sind echt immer wieder beeindruckend und wir fahren wirklich schnell, also 130, 140 ist immer so die Geschwindigkeit, die wir fahren, wenn es frei ist, autopilotmäßig. Manchmal muss man auch langsamer fahren, es gab auch eine kleine Baustelle, aber es war nicht viel, Verkehr ist auch nicht groß, also meistens konnten wir 140 fahren und dann diese Reichweite, also ist schon echt beeindruckend und wir haben es draußen so 15 Grad, ist also auch nicht richtig warm, wirklich Wahnsinn. Wie
Wir sind in Hermsdorf eingetroffen. Das sind jetzt wie viele Kilometer? 421 Kilometer sind wir gefahren. Wir sind mit 7% angekommen. Wir waren ganz kurz auf Toilette, sind jetzt schon wieder bei 37%. Ich lade jetzt hier noch mit 218 kW mit dem Model S hier. V3 Supercharger, super. Ja gut, okay. Jetzt trinken wir auch noch einen Kaffee. Den Kaffee haben wir nicht in der Tanke gekauft, sondern nur die Brötchen, denn wir haben natürlich die Kaffeemaschine an Bord. Ja, wenn reisen, dann mit Stil. Ihr kennt das ja schon von meiner Paris-Fahrt. So, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Wir haben gerade noch unser Brot gegessen, unseren Kaffee getrunken und jetzt haben wir schon wieder, 74% im Akku und wir fahren jetzt nach Regensburg. Das ist unsere nächste Etappe. Das sind 271 Kilometer von hier. Da kommen wir mit 19% an, angeblich. Vielleicht fahre ich ein bisschen schneller, dann wird es weniger. Aber dafür sind wir schneller da. Und das ist der letzte Ladestopp bis Österreich, denn wir machen ja nur zwei. Ja, wir sind in Regensburg angekommen. Es ist jetzt 13 Uhr. Wir waren aber noch kurz vorher einkaufen, ein bisschen Kaffeenachschub geholt für unsere Kaffeemaschine hinten im Kofferraum. Ich habe nämlich vergessen, den Behälter vollzufüllen. Sonst wäre das ausgegangen heute Nachmittag. Das hat uns ungefähr 20 Minuten gekostet. Wir waren bei Aldi Süd. Hier bei diesen Superchargern ist auch eine NIO Swap Station. Die ist aber zu. Möglicherweise ist sie noch nicht geöffnet. Auf jeden Fall sind wir hier mit 14% angekommen. Jetzt haben wir angesteckt, sind schon wieder bei 21, während ich hier laber. Mit 250 kW laden wir. Wir fahren jetzt die letzte Etappe nach Gmunden. Das sind nochmal 242 Kilometer. Da brauchen wir 2-3 Viertelstunden. Das heißt, wir laden hier jetzt eine halbe Stunde. Wir gehen mal kurz zum Burger King was essen. Und dann sind wir ja schon so früh da. Das ist ja schneller, als Google Maps vorhergesagt hat, wie lange man für so eine Strecke braucht. Komisch, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht sind wir mit der Erdrotation. Keine Ahnung. Irgendwas, eine Abkürzung? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wir essen kurz was und dann ist der Wagen mit Sicherheit wieder voller als nötig. Und dann, ja, dann geht's weiter. So, hier beim Supercharger Regensburg sind auch 2x300 kW Aral Puls Ladesäulen. Wunderbar, weil hier auch eine Aral Tankstelle ist. So, und wir haben uns jetzt umentschieden. Wir fahren gar nicht nach Gmunden. Also natürlich schon, aber wir fahren nach Bad Griesbach, also quasi zum Start und Ziel vom E-Cannonball. Das liegt jetzt auf der Strecke und wir kommen so früh an, dass wir gedacht haben, diese anderthalb Stunden, die gönnen wir uns. Und das lohnt sich auf jeden Fall, diesen Abstecher zu machen. Dann können wir noch ein bisschen zum Parc Fermé gucken. Da freue ich mich drauf, dass wir das heute noch schaffen. Ich dachte, wir sind so lange unterwegs, dass wir das uns die Zeit knapp wird mit dem Check-in in Gmunden bei uns im Hotel. Aber so ist alles ganz locker. Super, wie schnell wir durchkommen heute, ist echt der Wahnsinn. Das sind übrigens die Jungs von Ionity. Alles klar? We'll be right back.
das war der Parc Fermé. Da haben wir uns ein bisschen aufgehalten, leider wieder zu lange. Wir haben ein bisschen überzogen. Jetzt müssen wir noch nach Gmunden, aber ist nicht das Problem. Wir kommen so gegen 18 Uhr da an. Das sind noch von hier aus 132 Kilometer. Wir haben jetzt noch 46% drin im Akku und kommen da an mit 17. 300 Metern. Ja, völlig locker. Und dann checken wir erstmal im Hotel ein. Und dann machen wir für morgen hoffentlich noch eine Technikbesprechung, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich morgen machen muss mit der Technik. Aber es ist immer wieder klasse, so viele nette Leute zu treffen. Also man merkt immer wieder, Elektroautofahrer sind einfach immer mega entspannt und total gut drauf. Jetzt links abbiegen. Das macht immer total Spaß mit der Community. Jetzt sind wir also in Gmunden angekommen und haben auch in unser Hotel oder besser gesagt Bed and Bike Apartment eingecheckt. Alles hat gut geklappt. Ist hier wirklich ein schönes Städtchen direkt am Traunsee und hinter uns seht ihr quasi das Schloss da hinten. Da wird dann morgen die, naja, Challenge ist es ja nicht, sondern eine Durchfahrtskontrolle, wie das so schön neudeutsch heißt. Oder Formaldeutsch. Also die Leute müssen hier durchfahren, müssen die Marienstatue fotografieren und dann weiterfahren. Und wir werden das Ganze natürlich moderieren. Und wir werden gleich erst noch was essen gehen, denn jetzt haben wir so langsam Hunger. Es ist jetzt gleich 7:30 abends und der Tag war dann doch ganz schön lang. Wir sind schließlich um 4.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Ich möchte jetzt ein mitleidiges Oh von euch. Ja, hier sind wir am Schloss Ort, mitten im Traunsee auf einer kleinen Insel. Und die Challenge ist eigentlich nur, dass diese Marienstatue da vorne am Eingang, die muss fotografiert werden. Aber die Landschaft hier ist ja echt ein Traum, ne? Sieht das nicht schön aus hier? Erinnert mich an Urlaub. Also Morgenstimmung hier auf so einem See ist schon geil, muss man sagen. Wir haben es jetzt gerade mal 7 Uhr und die Technik ist aufgebaut, aber auf dem Parkplatz. Das heißt, das Schloss wird im Livestream so gar nicht zu sehen sein. Auch Sanasilla geht hier hin und wird per Skype zugeschaltet. Das müssen wir mal gucken, ob das klappt. Gut drauf? Ja. Und ihr? Freust du dich schon? Ja, klar. Weißt du, was du machen musst? Ja, logisch. Das ist Kevin. Kevin baut hier die Technik auf. Wie immer voll unter Strom. Hier wird alles aufgefahren, was es so gibt. Gmunden ist bereit, höre ich hier gerade. Super. Dann würde ich sagen, schalten wir nach Gmunden. Hallo Jens. Ja, moin zusammen. Wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Team Silberpfeil, Eberhard und Angelika, hallo ihr beiden. Hallo. Bo Solar mit dem Eigenbau-Solarauto. Also es ist wirklich der Hammer. Und es ist so tief, ich muss mich hier fast auf den Boden legen, um hier ein Interview zu führen. Oh, alter Schwede, was macht ihr mit mir? Wir haben heute traumhaftes Wetter. Jetzt ist Mathieu da. Ja, sowas aber auch. Guck mal. So. Ah, schön. Oh. Der Wagen ist ja quasi ganz neu. Wie alt ist der? 4 Wochen? 4 Wochen, ja. Hervorragend. Also jetzt wieder, weil wir hatten vorhin eine kurze Live-Schaltung und dann hieß es, einmal ihr habt euch verfahren. Und wir, nein. Ihr seid so die Besserwisser. Ja. Mission noch nicht erfüllt, aber auf gutem Weg. Und jetzt tauchen sie wieder ab, Periskop wird eingefahren und sie sind unter Wasser. Hallöchen, Vanessa und Nico. Yes. Porsche, wenn ihr das seht, ich möchte gerne einen Porsche als Pressefahrzeug bekommen. Wie lange darf man den denn fahren? 1 Jahr, 2 Jahre? Wir gehen nochmal zu Nasila. Hallo Nasila. Na, wie sieht's aus bei euch? Ja, bestens. Ja, man hat das auch nicht aus. Mann, ja, das muss alle angenehm sehen, Mensch. Ich glaube, alle Teams waren ein bisschen traurig, dass die Challenge so kurz war. Mhm. Die wären gerne länger. Ich muss zugeben, ich habe bei der Wärme jetzt die Frage nicht mitgekriegt. Ja, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Der Ecanball ist vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause. Heute ist Montag. Wir haben es genau 10 Uhr. Auf Part 73. Und wir sind in 10 Stunden zu Hause, sagt das Navi. Um 20 Uhr und 5 Minuten sollen wir ankommen. Wir fahren diesmal laut Navi über Hannover die Strecke, nicht mehr über Leipzig. Scheint jetzt irgendwie kürzer zu sein, zumindest Stand 10 Uhr morgens. Wir laden wieder zweimal. Im Moment haben wir nur 73% im Akku. Das heißt, das erste Mal laden ist irgendwo ja, zwischen hier und Regensburg. Mal sehen, wo es genau sein wird. Das Navi hat das natürlich schon eingeplant. Und dann wird es hoffentlich eine ganz entspannte Fahrt, so wie auf der Hintour. Ich hoffe, dass der Verkehr nicht zu stark ist.
und dass wir gut durchkommen. Auf jeden Fall, ihr habt ja vielleicht den Livestream verfolgt, also es war einfach granatenstark. Das war der beste Ekenball ever Everest. Also mindestens. Und was ist noch höher als der Everest? Das ist schwer zu toppen, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Aber nächstes Jahr wird es mit Sicherheit noch besser. Und dieses Mal war es wirklich so super entspannt auch, weil diese Zeitkomponente entfallen ist. Das heißt, die Leute hatten im Prinzip die Ruhe weg und alle waren nur noch glücklich, weil niemand musste sich abhetzen, weil es irgendwie um Sekunden ging. Und das machte sich doch spürbar bemerkbar bei allen Teilnehmern. Also alle hatten nur ein Dauergrinsen auf dem Gesicht und so war das eine sehr entspannte und gechillte Veranstaltung. Natürlich gab es einen Wettbewerbscharakter mit den Aufgaben, aber eben diese Zeitkomponente war weg und das hat das Ganze unglaublich entspannt. So, jetzt sind wir auf der Strecke. Wenn es was Besonderes zu berichten gibt, melden wir uns natürlich. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Rückfahrt genießen können. Und wir haben dann doch noch einen kleinen Abstecher gemacht. Wir sind von der Autobahn kurz runter und einmal abgebogen. Und hier ist nämlich die Walhalla. Das ist so ein Ehrenmal aus dem 19. Jahrhundert, wo berühmte Persönlichkeiten der deutschen Geschichte geehrt werden. Ich glaube, König Ludwig I. hat das gebaut. Sehr, sehr beeindruckend. Ich war ja schon mal als kleiner Steppke, so mit 10, 12, glaube ich. Und damals war ich auch extrem geflasht von diesem monumentalen Kasten. Und das wollte ich mir heute unbedingt noch mal anschauen. Also wirklich, es ist gigantisch. Und gerade auch hier am Hang, auf diesem Berg, unter der Walhalla fließt die Donau lang. Also es ist wirklich extrem beeindruckend. Ja, also Leute, wenn ihr hier steht, es ist sowas von beeindruckend. Und dann diese Aussicht hier auf das Donautal und hier über einem dieses Riesending. Also wie kann man sowas nur so hier hinsetzen? Das ist wirklich unfassbar. Das kann wirklich nur ein König machen. So ein Klotz hier hinsetzen. Also es ist riesig, riesig. Es ist unfassbar. Wenn man davor steht, wird man so klein und das mit Hut. Das war also die Walhalla. Ich muss sagen, war doch wieder sehr beeindruckend. Ich meine, ich habe das ja als Kind, wie gesagt, schon mal gesehen. Da fand ich es auch extrem flashig und jetzt heute war es auch nicht weniger. Dieses Riesengebäude hier in die Landschaft geklatscht ist schon wirklich verrückt, völlig verrückt. Es ist natürlich an dem Hang, sieht es grandios aus. Also wahrscheinlich von Wasser noch viel besser. Es ist aber nicht alt, es ist erst irgendwie 150 Jahre alt oder so. Also ist jetzt kein römisches Gebäude oder sowas. So, wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn und zu unserem ersten Ladestopp. Wir haben jetzt noch 39%. Ich bin ja hierher doch ziemlich gerast. Da wo ging quasi Vollstoff, aber es ging immer nur so für 20, 30 Sekunden und dann war wieder jemand auf der linken Spur. Gut, wenn wir laden, dann würde ich sagen, melden wir uns wieder. Na, wen treffen wir denn da? Den Herrn Doktor. Grüß dich. So, wir laden jetzt hier in Wernberg-Köblitz. Im Prinzip sind wir schon durch. Wir haben jetzt 86%. Wir haben kurz eine Pizza gegessen hier. Also ein Viertel, keine ganze, sorry. So viel Hunger hatten wir dann doch nicht. Und hier gibt es so ein bisschen Stress. Hier sind, 12 Stalls oder so. Ich habe es noch nicht gezählt, aber auf jeden Fall sind alle besetzt, bis auf einen. Und das Problem ist, so ein Kona lädt hier fremd an dem letzten Stall, aber hat sich so blöd hingestellt, dass er, obwohl er ja Nasenlader ist, jetzt zwei Stalls blockiert. Also obwohl eigentlich einer noch frei ist, kann der nächste hier nicht mehr laden, weil er so blöd steht. Also quasi so schräg rangefahren. Und dann passt hier keiner mehr rein in die Lücke. Ja, irgendwie völlig unglücklich. Und der Fahrer steht jetzt irgendwie daneben und diskutiert mit den anderen Tesla-Fahrern hier. Aber dass er sich jetzt mal wegbewegt, ne, keine Ahnung. Vielleicht macht er das ja, wenn ein neuer Tesla kommt zum Laden. Das wäre wenigstens fair. Sonst, glaube ich, kriegt er echt Ärger hier. Naja, wir fahren jetzt gleich weiter. Wir machen die nächste Station, also das zweite Mal laden dann auf der Rückfahrt in Irxleben. Das Navi hat ein bisschen umgeplant, weil der Verkehr wird halt immer dichter und über Hannover fahren wir jetzt doch nicht, sondern doch die Ostroute, also Leipzig, dann Magdeburg und eben in Irxleben raus, einmal noch laden und dann war es das mit Laden und dann sind wir dann irgendwann zu Hause.
prognostiziert 20.41 Uhr. Ja, und das trotz Ladestopp bei der Valhalla. Also das wären ja 10 Stunden 40 Minuten mit einer kleinen Pause für touristisches Highlight. Ja, ist doch ein guter Schnitt, finde ich. So, wir sind jetzt hier in Hohenwarsleben und laden. Hier gibt es ja ganz viele Allego, Ionity und Supercharger, unter anderem auch in Ilxleben und eben auch in Hohenwarsleben. Wir sind mit 9% angekommen und haben ja im Prinzip 370 Kilometer quasi zurückgelegt. Jetzt ist es 10 vor 5. Wir haben noch 233 Kilometer vor uns. Wir brauchen hier jetzt nicht so viel, aber ich lade noch ein bisschen mehr rein als nötig, damit ich zu Hause noch ein bisschen Reserve habe. Und dann, so wie es aussieht, sind wir vor 8 Uhr sogar zu Hause. Das wäre dann ein Schnitt von unter 10 Stunden inklusive Laden für diese knapp 900 Kilometer auf der Rückfahrt. Ja, super gut durchgekommen. Wir hatten eigentlich nur einen kurzen Stau gerade. Der hat vielleicht 10 Minuten gekostet. Ansonsten haben wir doch relativ viel Stoff gegeben. Also Tempo 180 war eher so die Regel, wenn es ging. Und der Wagen, ja, fährt natürlich dementsprechend super. Auch die Reichweite ist damit immer noch gigantisch. Also macht wirklich Spaß. Ja, das war bis jetzt eigentlich ein sehr entspannter Roadtrip zurück, oder? Ja. Sozusagen. Ja. Ja, nur ein bisschen müde. Und ja, wir sind ein bisschen abgekämpft. Das Wochenende war sehr anstrengend. Bisschen Kopf. Und naja, wir haben eine Etappe noch und dann sind wir bald zu Hause. Und dann ist dieser Roadtrip leider zu Ende. Ja, das war die Strecke Bremen, Bad Griesbach, Gmunden und wieder zurück. Insgesamt sind wir unterwegs gewesen knapp 2000 Kilometer, also nicht ganz, 1950 rund. Und haben die beiden Touren jeweils mit zwei Ladestopps absolviert. Also es ist ja fast schon richtig langweilig irgendwie. Man kommt fast genauso durch wie mit dem Verbrenner hier mit dem Model S. Man macht zweimal kurz Pause, jetzt hier der letzte Ladestopp, der hat keine 20 Minuten gedauert. Und ja, also Elektromobilität funktioniert, also das ist eindeutig klar. Und auch der eCannonball war einfach sensationell gut. Alles hat wunderbar geklappt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Event gesehen habt und wenn ja, wie es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch unser Roadtrip-Video gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder auf Tour sind, beziehungsweise wenn ich wieder mal ein Auto teste oder so. Würde mich freuen. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.